Ja, Energietank. Okay, den holen wir uns in jedem Fall. Aber die 1 sieht auch schon wieder... Oh, da... Was bitte? Nein. Komm. Ja. Einfach rüber. Danke. So, jetzt müssten wir... Im besten Fall... Mal wieder ein bisschen Waffenenergie kriegen. Waffenenergie. Ja, toll. Kleines. Naja. Die 1. Die 1 ist, finde ich, noch ein bisschen besser als die 3, aber dass jetzt beide leer sind, das ist irgendwie schon blöd. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht, warum ich das hier kaputt mache. Ich hoffe, genau sowas. Zack, 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 lade ich auf, genau. Wow, 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 wow. Okay, da oben wollen wir in jedem Fall hin. Und dich hier unten killen wir mal mit dem Bubble. Genau, mit dem... Nein, das geht nicht. Das war so klar. Zeit für die Metal Blades. Hey, stirb mal. So, jetzt hoffe ich, dass wir hier mit, mit dem einen noch hochkommen. Ja, bitte geht doch. Komm, noch nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Nee, war klar. Gut, hier so hätten wir eigentlich auch hochgehen können. Und nochmal die 1, bitte. So, die 1 hätten wir jetzt auch mal wieder gut aufgeladen. Oh mein Gott. Und eine Wasserpassage mit Spikes. An sich eigentlich gar nicht schwer. Gleich kommt nur noch eine kleine Überraschung. Ihr das. Fisch. Kommt dann, ja, hier kommt noch einer, glaube ich. Aber eigentlich, wenn man schnell durchgeht, dann machen die einem keine Probleme. Wobei schnell bei Spike-Passagen manchmal auch nicht unbedingt so gut sind, so gut ist, aber... ja, vor der Stelle hier haben manche Spieler auch Angst, wobei ich denke, ja, es hält sich in Grenzen. Durchaus schaffbar. Aber irgendwie ist die Musik gerade so ein bisschen... Hängt hinterher. Kann es sein, ist so ein bisschen langsam. Kann es sein, dass gerade generell so ein bisschen leckt. Keine Ahnung. Zack, zack, zack. Braucht er mehr als 3? 4? 5, okay. Wow. Das waren die 5. Oh mein Gott. So. Ja gut, hätten wir auch hier schon wieder den Boss der Stage erreicht. Der da wäre. Wir können in jedem Fall mit dem Quick Boomerang am besten besiegen. Oh mein Gott. Gutsman. Als Panzer. Mit kleinen Me-Tools. Uah. Yes, besiegt. Okay, das war nicht wirklich schwierig. Ich trinke mal kurz was. Siegesmusik. Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, bis er tatsächlich zugrunde gegangen ist. Der Guts Tank, so nennt man ihn, glaube ich. Guts mit Panzer eben. Yeah. Und damit schon bei der vorletzten Stage. Zumindest vorerst die vorletzte. Ja, wir haben wieder was zum Aufladen. Hier brauchen wir ganz dringend die Fähigkeit von Crashman. Aber 100%. Und die 3 könnten wir auch nochmal aufladen, weil die ist ganz leer und das ist immer schlecht. Wobei das hier wirklich die letzte Stage ist, wo man, glaube ich, eine von den 3 Nummer-Items benutzen muss. Also die 1, 2 oder die 3. 1, 2 oder 3. Hey. Nein, nein, das war dumm. Eieiei. Wieder nach oben. Wobei, Mega Man 2 ist, dauert doch ein bisschen länger. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich schon ein bisschen länger. Schon wieder denselben Fehler. Nein, das will ich nicht wahrhaben. Einfach durch, danke. So, die Stage hier ist ein bisschen tückisch, weil hier so ein paar Lücken im Boden sind. Das kann manchmal ein bisschen nerven, durchaus. Und deshalb killen wir jetzt einfach mal den hier. Weil hier irgendwo gibt es eine Lücke. Hier unten, glaube ich, gibt es auch eine. Keine Ahnung. Leben! Das wollte ich mir auf jeden Fall nochmal gönnen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier wieder rüberkommen. Ne, diesmal sind wir in die Lücke gefallen. Also ihr merkt, hier im Boden muss man ein bisschen aufpassen. Aber wenn man weiß wo, dann geht das schon.
Hier sollte man auch nicht nach links gehen. Und hier fällt man auch irgendwo runter. Genau hier und nochmal hier und hier nicht mehr. Gut. So, und jetzt kommt hier oben diese Passage. Da fällt man auch irgendwo runter. Ich kenn wirklich keinen, der so blöd ist und versucht hier einfach so rüber zu kommen. Also, die 2 hilft. Ja, ganz sicher. Wobei, man kann das natürlich mal testen. Wow, wo hängen wir denn? Ja. Ja, ja, ja. Also, wenn das kein Bug war, dann weiß ich es auch nicht. So, und hier oben gibt es noch einen kleinen Energietank. Für den müssen wir... glaube ich... Lass mich überlegen. Hier, genau. Hier ist die Lücke. Da müssen wir einmal die 1 hinbringen und dann... Wunderbar, klappt das auch schon. Moment, hatten wir nicht sogar noch alle Energietanks? Naja, egal. Nicht so wichtig. Weiter geht's. Yay. Yeah. Hier war der Checkpoint, glaube ich zumindest. Und jetzt kommen wir wieder zu einer Passage, die so... es noch nicht gab eigentlich. Gut, in der ganzen Stage könnte man sowas ähnliches natürlich sagen, aber... Hier ist schon schwieriger. Wir müssen nämlich hier diesen Plattformparcours bewältigen mit kleinen Gegnern. Oh ja, das war dumm. Aber wir müssen uns hier festhalten, sonst sterben wir. Im Prinzip ist es gar nicht so schwer, aber man muss gleich ein kleines Detail wissen. Wenn man das nicht weiß, wird der Parcours höllisch. Ja, um nicht zu sagen extrem höllisch. Weiter geht's hier oben. Ja. Und jetzt kommt die Passage, die so ein bisschen knifflig ist. Beziehungsweise sind, glaube ich, sogar 2 Passagen. Ne, hier, die ist eigentlich noch gar nicht so knifflig. Mit Metal, also ohne Metal Man wäre das hier schon mal ziemlich schwer. Aber wodurch man sich die Sache noch ein bisschen vereinfachen kann, ist ganz einfach. Man holt das Leaf Shield raus, was wir sonst, glaube ich, bis auf bei Ärmel noch nie gebraucht haben. Und wenn man stehen bleibt, dann bleibt das Leaf Shield dauerhaft an und killt alle Gegner. Nicht schwer. So, hier müssen wir es jetzt einmal ablegen. Gut, das einzige Nervige daran ist der Ton vom Leaf Shield, der regt wirklich ein wenig auf. Wenn ich das mal so sagen kann, aber ja, ist so. Zack, wunderbar. So, hier ist jetzt eigentlich auch nochmal eine relativ leichte Passage, aber hier muss man auch wissen, dass man oben nicht lang kann. Und hier muss man eigentlich ein Item einsetzen, also eins von den 3 Nummer-Items. Die 1, 2 oder 3, hey. Wenn ihr wirklich richtig steht, ja, genau. Und damit hätten wir diese Herausforderung auch schon geschafft. Und zack. So. Stirb. Nein, nein. Ja. Gut, müssen wir irgendwas aufladen? Wir könnten die Metal Blades mal wieder aufladen, aber ansonsten... Also die wichtigsten Passagen haben wir hinter uns. Jetzt kommt nur noch... Wow, also wie man das hier schaffen soll, ohne getroffen zu werden, fragt mich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Metal Man. Und einfach draufhalten. Einfach draufhalten, 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 draufhalten. Toll, nochmal getroffen. Eieiei. So, jetzt kommt hier nochmal so ein Spacken. Spring drüber, Mega Man. Lauf, Mega Man, lauf, lauf, spring, spring, lauf, spring, spring, lauf. Einfach drauf. Ja, und jetzt nochmal Killy. Komm, ja. Und damit kommen wir jetzt zu einem der wohl schwersten oder wohl taktischsten Endgegner in ganz Mega Man, in der ganzen Reihe. Hier dürfen wir nämlich, ja, ihr merkt es, habt es vielleicht gerade kurz gesehen, hier sind solche Wände, die wir nur mit der Crashman-Fähigkeit wegmachen können. Und jetzt müssen wir warten, bis die hier weg ist. Und die Crashman-Fähigkeit hat genau so viel Waffenenergie, wie wir hier brauchen, um den Endgegner zu besiegen. Also das ist ganz genau bemessen. Und jetzt setzen wir einfach mal einen Energietank ein, weil ansonsten würden wir hier jämmerlich verrecken. Ja, und wenn man diesen Boss eben nicht beim ersten Mal besiegt, dann muss man sich wieder von den Gegnern davor ein bisschen Waffenenergie farmen. Was dann nicht unbedingt so geil ist. Ja gut, jetzt hat er uns hier rausgeschleudert. Hier, den müssen wir in jedem Fall noch öffnen. Und dann können wir den da killen, ja. Und jetzt müssen wir hier mit der 3 hoch und am besten. 3 nach oben. Ja, toll. Ganz klasse.
Und den hier besiegen wir auch noch mit der Crashman-Waffe. Ja, toll. Killy, danke. Jetzt haben wir noch einen einzigen Schuss übrig. Und das hier muss reichen, danke. Mal sehen, ob es klappt. Nee, war klar. Ja gut, hier können wir glücklicherweise drei Plattformen machen. Können es hier oben hinstellen. Und Crashmans Waffe und boom! Damit hätten wir diesen Boss auch schon besiegt. Ist ein bisschen komplizierter, gebe ich zu, aber ist machbar. Ja, in jedem Fall, ich trinke mal kurz was. Letzte Stage, Totenkopf voraus. Und hier haben wir wieder die Teleporter. Wir kennen sie aus Mega Man 1, aber dieses Mal können wir uns entscheiden, in welchen wir gehen. Und spaßeshalber gehen wir einfach mal in den hier. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Woodman! Ja, wir dürfen jetzt nämlich alle 8 Bosse hintereinander nochmal besiegen. Der Vorteil ist, wir kriegen zwischendurch Energie. Nein, das war dumm. Das war extrem dumm. Da habe ich jetzt nicht lange genug gewartet. Zack. So, aber einmal müsste noch... Uppada. Ja, wunderbar. Energie nochmal. Gut, die Heatman-Waffe brauchen wir glücklicherweise nicht mehr. Also, die konnten wir jetzt ganz verschleudern. Hier brauchen wir natürlich wieder die Woodman. Das Leaf Shield. Oh, ja Gott. Zack, zack, zack. Und irgendwie kriegen wir hier nicht hin auszuweichen. Nein, und jetzt Leaf Shield, bitte. Das hatten wir hier, wunderbar. Zack, zack und zack, wunderbar. Ja gut, wir haben jetzt uns zwar nochmal von Ärmen treffen lassen, aber mein Gott, was wollen wir machen? Zeit für Heatman. Der war ja auch gar nicht so schwer. Mit Bubble Lead kriegen wir den locker fertig. Und die Energie, die wir für Bubble Lead haben, ist auch sehr großzügig gewählt, muss man dazu sagen. Also, das passt so. Zack. Wir sollten uns so nicht von Heatman selber treffen lassen, weil dem sein Körper zockt uns extrem viel. Noch mehr als bei Woodman. Nicht bei Woodman. Bei Ärmen, glaube ich. Oder kann auch sein, dass ungefähr alle Bosse gleich viel abziehen. Aber ziehen jedenfalls die Körper immer sehr viel ab. Gut, Bubble Man, ein relativ einfacher Boss. Mit den Metal Blades. Wow. Oh, Moment. Vielleicht sollten wir nicht so viel Metal Blade verschwenden, weil das könnten wir noch gebrauchen. Deshalb wechsle ich jetzt einfach mal ganz gekonnt auf meinen, auf den normalen Mega Buster. Stirb, stirb, stirb. Auch wenn Metal Man so über viel Munition hat, sollte man trotzdem nicht unbedingt alles verbrauchen. Für Flashman werden wir ihn jedenfalls nochmal brauchen, unseren lieben, oh ja, Quickman. Das wird mal wieder lustig. Diesmal sogar ohne eine schöne... Naja, toll. Ja, wir müssen immer wieder die Hälfte ziehen und dann können wir erst wieder mit unserer schönen Flash-Stopper-Fähigkeit kommen. Ja gut, es ist die Hälfte. Danke. Flash. Hier. Yeah. Stirb, 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 stirb. Wenn wir jetzt hin reinspringen würden, würden wir trotzdem sterben. Also sollte man das zumindest unterlassen. So, damit wäre auch Quickman besiegt. Und jetzt kommen wir zu Crashman. Okay, Air-Shooter dürften wir auch noch ein bisschen was über haben. Zum Glück braucht Crashman ja nur 3 Treffer, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Aber nervt trotzdem extrem. Nein. Ja. Ja, wunderbar. Puh, der hätte uns beinahe nochmal auseinandergerissen. Aber das macht nichts. Weiter geht's mit Metal Man. Ah ja, gut, genau. Metal Man lässt sich mit seiner eigenen Waffe am besten besiegen. Frag mich nicht, wo da die Logik liegt. Das wird in keinem weiteren Mega Man Teil mehr so sein. Dass ein Robotermeister auf seine eigene Waffe die Schwäche hat. Das ist irgendwie einmalig. Und jetzt kommen wir, der letzte hier dürfte jetzt Flashman sein. Ja, habe ich mich richtig erinnert. Da sollten wir auch nicht zu viel von den Metal Blades verschwenden. Zack, ja, wunderbar. Bisschen haben wir noch über, das reicht locker. Denn jetzt kommt nochmal ein schöner, ganz klasse gemachter Boss. Ich habe keine Ahnung, wie wir ihn besiegen.
Moment, ich überlege gerade, aber irgendwie. Ich glaube, die Metal Blades sind hier wirklich die beste Wahl. Naja, das war. Von seiner ersten Form sollte man sich am besten gar nicht treffen lassen. Aber ich glaube, das ist irgendwie die falsche Waffe. Hm. Kriegen wir die Bubble Man Fee? Nein, die ist scheiße. Quickman. Nein, geht gar nicht. Airman. Nein, geht auch gar nicht. Heatman. Ah, das ginge. Toll. Hat aber gar nichts gebracht. Gut, dann besiegen wir ihn einfach mal mit dem normalen Buster, würde ich sagen. Das ist also ziemlich das Sinnvollste. Ja gut, damit hätten wir die erste Form besiegt und setzen einfach mal gechillten Energietank ein. Und jetzt können wir, glaube ich, die Metal Blades mal schön einsetzen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Dadurch, dass wir sie nach oben schießen können, ist das... Nein. Man sollte sie aber nicht irgendwie verschwenden. Zack, zack, zack. Ja, okay. Damit kann ich noch leben. Zack, 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 zack. Ja, wunderbar. Noch einmal und dann... Ja. Damit haben wir ihn auch schon besiegt. Puh. Glück gehabt, dass wir so viele Energietanks noch hatten. Mit einem einzigen wären wir da jetzt... Doch, wären wir auch durchgekommen. Glück gehabt. Definitiv, aber dafür war die Munition ja von Metal Blade auch alle. Also das gibt sich irgendwie nix, nimmt sich auch nix. Und, oh mein Gott, Wily ist abgehauen. In eine letzte Stage, ohne Musik. Das haben wir so auch noch nicht gehabt. Ja. Man hört nur noch die Sprünge. Und das Tropfen von Säure. Die uns ziemlich viel abziehen würde, wenn wir reinlaufen würden. Zack. Und Tropf schon, ja. Und Tropf. Und ja, okay, der macht das schon. Durch. Man sollte in jedem Fall aufpassen, dass man nicht reinläuft. Wieso mir klar, dass ich genau in dem Moment reinlaufe? Das ist so typisch Sozi-Style, ganz ehrlich. Du fällst, genau, und jetzt... Kommen wir zum finalen Boss, den wir mit Bubble Mans Waffe fertig machen müssen. Alle anderen Waffen würden nicht helfen. Würden ihn lediglich heilen, glaube ich. Und Verwandlung. Oh mein Gott. Dr. Wily ist ein Außerirdischer. Dieser Außerirdische ist eigentlich gar nicht so schwer zu besiegen. Man muss nur wissen, dass er mit Bubble Lead attackiert wird und... Da muss ich seine Bewegung so halbwegs einprägen. Wir hauen einfach mal einen Energietank rein. Wir haben genug. So ist es nicht. So, zack, zack. Oh, wir müssen aber aufpassen, dass wir unsere Muni nicht verschwenden. Das ist so ziemlich mein größtes Problem gerade. Und ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich glaube, wir müssen uns einmal krepieren lassen hier. Einmal ganz Game Over gehen. Ja, das zieht nur eins. Und wir... ziehen uns selber auch immer eins, wenn wir... Also von der Waffenenergie geht auch immer eins flöten. Das heißt, wir brauchen volle Energie, oder? Sehe ich das falsch gerade? Ich glaube schon. Gut, dass wir den Energietank dann rausgehauen haben, war ziemlich egal, weil wir können so oder so nicht gewinnen. Ist irgendwie schlecht, aber was will man machen? Ich will den Energietank auf Bubble Lead anwenden. Hey, so könnte es klappen. Ich glaube, das ist ein Bug, den es in Mega Man gibt. Ja, genau. Warte, wir sammeln auf jeden Fall nochmal den Energietank ein, weil ist ja sowieso egal. Wenn wir mit Bubble Bands Waffe können wir zweimal schießen, bevor einmal die Energie weggeht. Und wenn wir genau dann Start drücken, wenn wir einmal geschossen haben, dann können wir wieder einmal schießen, bevor ein Balken weggeht. Das heißt, so können wir ihn besiegen. Ist zwar ein bisschen lame jetzt, aber es ist im Prinzip nichts anderes, als hätten wir jetzt nochmal... Wenn wir jetzt nochmal neu hierher gekommen. So, und damit hätten wir, ja, auch den Außerirdischen besiegt. Und jetzt lüftet sich das Geheimnis. Es war nur eine Maschine. Nur ein Hologramm. Der Außerirdische ist in Wirklichkeit gar nicht Dr. Wily gewesen. Er steuert nur in seiner geilen Maschine. Was auch immer er da macht. Er haut gegen? Was macht er da? Das sieht nicht aus, als würde er irgendwas steuern. Vor allen Dingen ist es auch nicht schwierig, einen Roboter zu steuern, der im selben Intervall schießt und eine 8 fliegt. Das ist nicht wirklich schwer.
Ich habe keine Ahnung, wie die Musik geht. Entschuldigung. Das war jetzt, weil ich zu viel getrunken habe. Eieiei. Damit sind wir dann schon mit Mega Man 2 durch. Die Credits laufen. Und wir haben es gerade 12.47 Uhr bei mir. Ungefähr 2 Stunden und 15 Minuten haben wir jetzt für die beiden Teile gebraucht. Wobei ich natürlich auch eine große Pause gemacht habe. Zwischendurch eine halbe Stunde war ich am Frühstücken oder so. Also da sollten wir jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Ich glaube, wir haben es jetzt wirklich schon in rund 2 Stunden 20 geschafft, die ersten beiden Mega Man Teile durchzuspielen. Das finde ich sehr respektabel. Und ja, jetzt werden nochmal hier alle Gebiete durchforstet und alle Formen von Mega Man gezeigt. Der schwule Quickman Mega Man. Oder Quick Boomerang Mega Man. Hier nochmal der Air-Shooter Mega Man, der komischerweise mit Regen in Verbindung gebracht wird. Da ist irgendwas schief gelaufen, aber naja. Und Mega Man blickt durch die Gegend. Und träumt, keine Ahnung. Was macht er? Jedenfalls hat er seinen Helm liegen lassen. Oh mein Gott. Und das wird später in Mega Man 7 auch so ein bisschen auf die Schippe genommen, dass er eben immer seinen Helm liegen lässt. Aber da könnt ihr euch ja natürlich mein Let's Play zu angucken. Da habe ich auch eins. Und ja, da werdet ihr es am Anfang feststellen. Und jetzt haben wir das erste Mal in den Credits. Moment, lasst mich überlegen. Ja, dass die Robotermeister wieder so ein bisschen eine Widmung bekommen. Zumindest wird hier dargestellt, von wem sie gemacht wurden. Und die Endmusik ist ja wohl auch extrem episch, oder? Okay, keine Ahnung. Ich kann das nicht nachmachen, egal. Ist einfach zu episch. Ja, hier kriegen jedenfalls die Robotermeister eine, ja, kleine Widmung. Und Nummer 14. Es hat bei Nummer 9 an... Nee, Quatsch, bei Nummer... Oh, lasst mich nachdenken. 7 angefangen? Nee, Quatsch. Bei Nummer 8... 9. 9. Bei Nummer 9 hat es angefangen, genau. Wo Nummer 1 bis 8 geblieben sind, werden wir in Mega Man 3 erfahren. Ganz klar. Und hier sehen wir jetzt nochmal den schönen Abspann, die Entwickler. Ich trinke nebenbei nochmal was. Ja, das ist der Abspann von Mega Man 2. Es wundert mich jetzt, dass ich so schnell durchgekommen bin. Gerade, dass ich die Wily Stages ohne Game Over geschafft habe, das war sehr unerwartet, muss ich sagen. Dadurch, also gerade, weil ich bei Quickman eben so ziemlich stark Mist gebaut hatte. Habt ihr gesehen, 4 Leben oder so, das war, ne, das hätte man durchaus vermeiden können. Naja, aber Mega Man 2, wie ich finde, einer der besten Teile. Gerade vom Schwierigkeitsgrad her, wenn man Game Over geht, keine Energietanks mehr, das heißt Energietanks-Bunker nicht möglich. Gut, man hätte Mega Man 2 eventuell noch ein bisschen schwieriger gestalten können, so vom Gameplay her, aber ich finde gerade diese Grundidee, wie sie das mit den Energietanks gelöst haben, das ist perfekt gemacht und aus diesem Grund ohne Zweifel und auch wegen der Musik einen der besten Mega Man-Teile. Wir sehen uns dann gleich wieder bei Mega Man 3. Ich werde eventuell eine kurze Pause einlegen, aber macht's euch, ja, seid gespannt. Ihr werdet wahrscheinlich ziemlich bald weitergucken können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.